Projekt in Äthiopien zu unterstützen. Ihr könnt mit 1 Euro bewirken, dass dort Schulen gebaut werden. Für Äthiopien gehört? Nee. An meiner Schule gibt es eine Äthiopien-AG. Doch. Wow, das ja, wir verkaufen Fairtrade-Kaffee. Hallo. Hi. Habt ihr schon von der Spendenaktion für Äthiopien gehört? Ja. Ja, haben wir. Ja, das ist mir bekannt. Nein. Gerade heute auf dem Jugendgipfel haben wir von der Wette erfahren und wir finden es eine gute Idee. Und würdet ihr da auch 1 Euro spenden? Also ich finde auf jeden Fall, dass es eine gute Sache ist, für Äthiopien zu spenden, weil für einen Menschen 1 Euro ist eigentlich so gut wie nichts. Aber wenn sich das sammelt, dann hat man viel zusammen und für die Kinder oder für die Menschen in Äthiopien bedeutet es dann sehr viel. Und du? Ja, ich würde auch dafür spenden. Man muss sich auch engagieren können. Ja, und man ist ja für einen guten Zweck und wir wollen ja irgendwie die Welt verändern. Und es liegt jetzt einfach an das Jugendliche. Ich finde eine gute Sache halt. Ich meine, 1 Euro ist nicht viel für mich, aber es kann in der Summe sehr viel bewirken. Aber ich finde auch, Bildung ist eigentlich das beste Impfmittel gegen Armut. Wenn ich mal die Zeit habe, mal rumzugehen, mir mal alles anzugucken, dann schaue ich auf jeden Fall mal drüben beim Schillerrad vorbei und werfe da mal 1 Euro rein. Und warum würdest du da was spenden? Ich finde das eine gute Sache, ja. Die haben nichts und uns tut der Euro auf jeden Fall nicht weh. Und vor allem, ich finde es gut, dass es so unverbindlich ist. Man wird ja oft in der Stadt irgendwie angesprochen von sonst irgendwelchen Institutionen, wo man immer unterschreiben muss oder so. Und hier zählt einfach mal die nette Geste, dass man was gibt. Und das gefällt mir, das mache ich. Und würden Sie da auch 1 Euro spenden? 1 Euro, den haben wir noch parat, den können wir auf jeden Fall spenden. Und Sie? 1 Euro hat man, glaube ich, immer übrig für so einen guten Zweck. Euro kann eigentlich jeder bezahlen. Ich finde es eigentlich ganz cool, so eine flächendeckende Aktion, mit wirklich, dass man alle Leute mobilisiert. Ich finde es nur schade, dass es im Rahmen von so einer Wette passieren muss. Es könnte doch auch, also das ist über das Fernsehen, über die Medien, über Wetten, das funktioniert, sondern es könnte doch auch einfach aus der Bevölkerung herauskommen und sagen, hey, wir wollen alle was spenden und nicht über diese Mediengeschichte machen. Das finde ich ein bisschen schade dran, aber generell finde ich die Aktion. Machen wir! Und warum wollt ihr 1 Euro spenden? Für Äthiopien, für die Leute. Weil Äthiopien cool ist. Und weil die Leute, weil vielen Leuten geholfen werden kann. Ich glaube, in Äthiopien ist es wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, dass es viele reiche Leute gibt, die sehr reich sind. Aber gut, für ungefähr 90% des restlichen Landes nicht mehr viel übrig bleibt. Und die einfach sehr arm und in großer Armut leben. Und ich glaube, da hilft schon 1 Euro von jedem sehr viel. Genau, weil 1 Euro ist in Äthiopien mehr als in Deutschland. Doch schon. Ja, also alle 1 Euro spenden. Top. Und für Äthiopien. Ja, Äthiopien. Thank you.
auffließt und dieses Jahr schon wieder nichts auf dem Acker spielst. Wie sieht das Leben aus, was meine Schule gibt und den Kindern so nach die deutsche Kuh trifft? Sag mir, ist das möglich, dass man den Blut verspritzt, nur um zu zeigen, dass die Tochter kein Kunde ist? Ich jetzt will das Leben hier und mach den Leben das und aus den kleinen Stellen riesige Probleme macht. Wie fühlen die Menschen sich, wenn man an einem Tag mehr verdient als anderswo in einem Jahr? Wie sieht das Leben aus, wenn man den Scheid verdammt, aus jeder Wohnung hat und sagt, es dank dem Arbeitsamt? Wie ist das möglich, dass es Gesetze gibt, die besagen, dass Gewalt einfach das Letzte ist? Wir können was bewegen, wenn wir uns zusammensetzen und so viel zusammen lernen, wenn wir einander schätzen. Und wer weiß, vielleicht können wir diese Wette gewinnen. Und wenn nicht, denk an jedes glücklich lächelnde Kind. Wir können was bewegen, wenn wir uns zusammensetzen und so viel zusammen lernen, wenn wir einander schätzen. Und wer weiß, vielleicht können wir diese Wette gewinnen. Und wenn nicht, denk an jedes glücklich lächelnde Kind. Wir können was bewegen. Dieser Welt schon bewegen kann. Dort, wo die Sonne scheint, entstehen Solaranlagen. Sie werden gebaut von den Leuten, die ohne Arbeit waren. Und wenn der Regen fehlt, dann helfen Brunnen weiter. Sie gehen sorgsam damit um und darum hungert keiner. Die Kinder lernen nun und handeln aufgeklärt. Der Waffenhändler fand sich an, denn er verkauft nichts mehr. Und dieses eine Mädchen, sie hat ein Buch geschrieben. So haben die Frauen ihre Heimat endlich nur bewiesen. Das alles war nur möglich, weil du gegeben hast. Dieser Euro vergeht, der so viel Leben schafft. Die Menschen zweifeln noch, doch du hast an das Gute geglaubt. Sie wurden dank deiner Hilfe neue Schulen gebaut. Wie sieht die Zukunft von aus? Wer wird das Leben hier? Was erzählen wir unseren Kindern? Was bewegen wir? Euer Projekt hat mich fasziniert. Es ist so leicht zu helfen und leben, weil er nicht so viel aus diesen beiden Welten. Gibt es eine Kampagne auf Facebook. Ich wünsche euch noch viel Spaß und finde es cool, dass ihr hier seid, weil wir sind die Welt von morgen. Bis dann.